Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir zeigen, wie man Anwendungsprogramme starten kann unter Windows, wie man Dateien öffnen, speichern kann, wie man aus der Zwischenablage Daten einfügen kann und natürlich dann auch etwas ausdrucken kann. Beginnen wir gleich mit dem Starten von Anwendungen. Wenn du auf das entsprechende Zeichen hier gehst, und das entsprechende Zeichen wäre in dem Fall hier dieses Startmenü Start, geht hier dieses Startmenü auf unter Windows. Wenn ich hier dann anfange, den Namen einer Datei, eines Programms einzutippen, wie zum Beispiel Word, bekomme ich hier eingeblendet Word 2016 bei mir. Bei dir vielleicht Word 2013, welche Version auch immer. Und wenn dieses Programm bei dir installiert ist, kann ich es mit einem einfachen Klick mit der linken Maustaste starten. Ich könnte genauso gut auch ein anderes Programm starten, zum Beispiel Writer. Könnt ihr die LibreOffice Writer zum Beispiel starten. Ich starte jetzt aber mal Word. Maus mit der linken Mausklick, das Programm wird geöffnet. Ich wähle mir hier ein leeres Dokument aus und kann hier einen Text eintippen. Ich könnte hier jetzt eintippen, ich bin schon hier gewesen. Ein paar Punkte. Kann es dann vergrößern. Gehe hier auf diese Zoom-Eigenschaft, damit man es besser sehen kann. Ich möchte jetzt hier dann einen Teil mir markieren und dann kopieren, so nennt man das. Also ich markiere es dann, gehe mit der Maus hierher, mache rechte Maustaste, wähle kopieren. Es ist momentan nichts passiert, aber er hat sich der Text, den ich markiert und kopiert habe, gemerkt. Ihr könnt jetzt hierher gehen, rechte Maustaste, wähle jetzt hier ursprüngliche Formatierung beibehalten oder nur Text übernehmen, klicke hierher und er fügt dann diesen Text ein. Ich kann das gleiche auch mit einer Tastenkombination machen, mit STRG-Taste V zum Beispiel. Da habe ich diesen Text eingefügt. Diese Zwischenablage ist etwas sehr Praktisches. Ich kann nämlich dann auch zum Beispiel ins Internet gehen und mir dann ein Bild holen und das dann einfügen. Ich gehe hier zu meinem Internetprogramm, habe hier eine Reihe von Programmen, nehme hier zum Beispiel diese Grafik. Diese Grafik stammt von der Seite Pixabay, vom Grafiker Mac Leck. 2000 ist sein Benutzername, geht hier her, rechte Maustaste, nehme Bild kopieren, gehe dann wieder zurück in das Word, hier über die Taskleiste suche ich mir das Word, hier habe ich es geöffnet, gehe jetzt hier, rechte Maustaste, habe ich hier die Möglichkeit, das wieder einzufügen, ursprüngliche Formatierung beibehalten oder so, nehme einfach den ersten Bereich und habe hier das Bild dann schon eingefügt. Ich kann das auch genauso gut machen, ich verkleinere es jetzt hier, nehme es hier außen. Indem ich hier wiederum die STRG-Taste V drücke, da fügt man dann das Bild dann ein. Das heißt, ich kann Texte von einem Programm ins andere kopieren, kann aber auch innerhalb eines Programms über die Zwischenablage dann ebenfalls dieses Programm dann, also diese Daten, die ich in der Zwischenablage habe, dann einfügen. Dann geht es darum, auch diese Datei, die ich jetzt hier habe, zu speichern. Das geht bei jedem Windows-Programm eigentlich immer in derselben Art und Weise. Gehe auf Datei, Speichern unter. Suche mir dann einen entsprechenden Ort, an dem ich speichern möchte. Gehe auf Durchsuchen und wähle mir dann den Weg dorthin, wo ich es speichern möchte. Ich habe mir jetzt hier einen Ordner gefunden. Der Ordner heißt Digicom, in einem anderen Ordner Dokumente und auf diesem Computer. Hier ist der Dateiname, der vorgeschlagen wird. Ich könnte ihn jetzt bearbeiten. Ich kann hier zum Beispiel Leerzeichen entfernen. Als Format ist hier DocX eingestellt. Ich klicke auf Speichern. Und das Programm wurde dann hier unter diesem Dateinamen gespeichert. Wenn ich das zugemacht habe, diese Datei, könnte ich hierher gehen, auf Datei schließen. Ich könnte jetzt in dieses Verzeichnis gehen und könnte mit einem Doppelklick dann dieses Word-Dokument dann wieder öffnen. Ich habe jetzt hier diesen Ordner, in dem ich es gespeichert habe. Kann jetzt mit der rechten Maustaste auf Öffnen gehen. Und das Dokument wird hier wieder geöffnet. Öffnet im Word. Ich kann es anderen Wege auch machen, indem ich hier auf Schließen gehe. Das geht auch in jedem Windows-Programm in der Regel. Gehe auf Datei öffnen. Suche mir dann den Weg zu dem Ordner. Ist hier diese Datei gewesen. Und kann es auch auf diese Art und Weise dann öffnen. Natürlich kann ich auch seine Datei dann ausdrucken. Es geht wieder über Datei. Über Drucken. Wähle mir dann entsprechend einen Drucker. Hier ist mein Drucker schon eingestellt. Ich habe hier sogar eine Vorschau im Word 2016. Klick auf Drucken und das Programm
druck dann mein Dokument dann auch aus. Soweit diese Informationen. Ich hoffe, du hast davon profitiert.